Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind aktuell noch in Frankreich unterwegs und wollen uns weitere Stellungen und Objekte aus dem Ersten Weltkrieg anschauen. Und heute schauen wir uns ein altes Fort an aus dem Ersten Weltkrieg. Da gab es hier wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte, meine ich sogar. Also es gab sehr viele Forts und größere Anlagen. Und eines davon schauen wir uns heute einfach mal an. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier angekommen an der alten Festung. Und das ist jetzt hier schon mega spektakulär. Also das ist mal richtig eine versunkene Ruine, so wie man die aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennt. Hier ist im Prinzip so ein Graben gewesen. Wir stehen jetzt hier praktisch auf der Brücke, die jetzt zu der Anlage führt. Man sieht auch hier noch Gleis. Also man hat hier Material rein und raus befördern können. Für wahrscheinlich die Kanonenmunition, weil es ja sehr schwer ist. Und ja, Erster Weltkrieg, da war ja auch noch nicht so extrem alles mit LKWs soweit mechanisiert. Da hat man noch sehr viel mit diesen Schmalspurbahnen und sowas gearbeitet, auch in der Maschinot-Linie und so weiter. Das hat sich einfach angeboten. Ja, und das hier ist wirklich krass. Hier hat man diverse Fenster. Hier hinten, das ist alles schon mit Efeu überwachsen. Hier unten hat man wahrscheinlich Schießscharten für Kanonen, wenn jetzt hier irgendwelche über den Graben sind. Ich weiß nicht, ob der Graben auch vielleicht mit Wasser gefüllt war oder ob hier nur irgendwelche Abwehrmechanismen gestanden haben. Das müsste ich dann einfach mal raussuchen. Aber auch hier auf der anderen Seite sieht so spektakulär aus, der Graben hier. Die Mauer ist bestimmt locker. Ja, die wird 4 Meter oder so, wird die locker haben. Hier ist alles schon überwuchertes Efeu, das ist schon richtig krass. Da hinten gibt es scheinbar noch einen Übergang, zumindest ist da auch wieder eine Mauer. Ja, und hier kommen wir hier in den Eingangsbereich, alles offen. Die Brücke ist mal irgendwie vor Jahren modernisiert worden. Und hier sieht man auch wieder die Schmalspurbahn, die hier ins Innere führt. Ja, hier ist jetzt nochmal das Eingangstor von der Rückseite. Und hier, ja, hier geht es auch schon richtig extrem abwärts. Man sieht, dass es hier praktisch auch noch eine Etage darunter gibt, mindestens eine. Und hier sind erstmal eine Menge Räume, alles so gewölbeartig halt, ne? Da hat man ja noch relativ selten mit Beton gearbeitet, beziehungsweise die Franzosen da noch nicht so viel mit den Festungen. Das ist alles so, ja, ich weiß nicht, ob das Sandstein ist. Zumindest halt alles aus Stein gebaut. Ja, und jetzt kommen wir praktisch hier in den Hof von der Anlage, wahrscheinlich gleichzeitig so der Platz zum Antreten, Exerzierplatz, ja, im Prinzip dann schon auch der Kern von der Anlage, nehme ich an. Ja, Fenster, Türen, das ist alles soweit raus. Und man hat hier gegenüber riesige Räume. Könnten auch schon Unterkunftsräume gewesen sein, Mannschaftsräume. Man sieht hier an den Seiten halt überall die Haken. Hier werden wahrscheinlich Betten gestanden haben. Also man hat auch damals auch noch viel mit Hängematten, also in Hängematten geschlafen. Vielleicht war das hier auch so der Fall. Ja, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen die Qual der Wahl, wo wir hier eigentlich hergehen. Weil das haben wir in der Form uns auch noch nie angeschaut, sowas. Auch hier an dieser Tür sieht man noch mal an dem Rahmen, was hier
für eine Stahltür drin gewesen sein muss. Da hat man noch die Bolzen da oben. Hier konnte man das anhängen. Das ist alles raus. Hat man vielleicht verwenden können in irgendwelchen anderen Anlagen noch. Aber auch hier mit dem Efeu, wie das hier überall runter wächst. Gigantisch. Ja, jetzt gehen wir hier in so einem Anschlussgang. Hier hat man an den Seiten noch so rote Markierungsfarbe. Überall gehen jetzt hier Gänge ab. Aha. Hier hat man mal so säulenmäßig. Oh, meine Güte, hast du mich jetzt erschreckt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, das sieht ja auch krass hier aus mit den Säulen, ne? Wahnsinn, und dann sind hier so Stahlbalken drauf. Und hier unten, ja. Eigentlich ein relativ schöner Boden. Und diese, ja, die sind auch aus Metall hier. Die Säulen. Ja, krass. So riesige Tür, ne? Und da oben ist, keine Ahnung, noch irgendwie so ein Verschluss, ein Haken, das sehe ich da, glaube ich, dran. Also muss man ja hier irgendwelche Materialien hin und her gewuchtet haben. Vielleicht war ja hier oben auch ein Zwischenboden drin. Ja klar, das muss sein. Hier oben war ein Zwischenboden drin, damit man hier arbeiten konnte. Alter Schwede, ey. Das sind ja schon wieder Dimensionen. Oben sieht man noch den Rest von der Elektrizität, Isolatoren, also Strom gab es hier auch. Kammern, hier ist noch eine Holztür. Das geht ohne Ende weiter. Ich versuche mal eben kurz noch die kleine Taschenlampe zu zücken, weil dann können wir da hinten von hier aus mal sehen, wie weit es geht. Ja, können wir da hinten das Ende sehen? Also es ist noch ein Stück. Krass. Und hier sind die Haupträume, die praktisch zu dem Innenhof führen. Also hier vermute ich mal, dass dann mal eher die Soldaten untergekommen sind, damit sie relativ schnell ja an den entsprechenden Geschützen sind, an den Mauern, wovon sie dann halt auch schießen können, damit der Weg nicht so lang ist. Ja, da gibt es jetzt hier auf der rechten Seite einige von diesen größeren Kammern. Und hier ist, ja, ein kleines Räumchen. Könnte vielleicht, ja, hier oben ist auch dicht, weiß nicht, was das jetzt hier für eine Bewandtnis hat. Und hier liegt leider überall Glas. Vielleicht ist es auch hier eine Toilette gewesen. So ein Plumpsklo ist schon zu. Das ist eine Vermutung. Es wirkt aber auch so teilweise wie in so einer Burg, ne? Also man weiß jetzt nicht, ob das hier vielleicht zum Teil auch mal nochmal restauriert und danach genutzt wurde, weil hier oben auch teilweise die Verankerung nochmal so nachgeschmiergelt worden. Die Verankerung, damit das nicht rausfällt, und auch der Sandstein, wenn das denn Sandstein ist hier oben, das sieht auch teilweise nochmal irgendwie so aufgehübscht aus, oder es hält einfach extrem gut. Das wissen wir jetzt gerade nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Soldaten, also wie viele Mannschaften, Offiziere und so weiter hier stationiert gewesen sind. Das werden wir aber noch einblenden, damit man einfach mal eine Größenvorstellung hat, wie viele Leute hier untergekommen sind. Ne? Das ist ja vielleicht auch mal ganz gut zu wissen. Und was hier vielleicht auch an Bewaffnung etc. pp. Stationiert gewesen ist, aufgebaut gewesen ist, damit man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann, weil diese Sachen werden höchstwahrscheinlich hier nicht mehr sehen. Ich bin jetzt hier einfach mal in so einen weiteren Raum gegangen, vom Hauptgang aus, der jetzt hier rechts wäre. Hier hat man jetzt noch so eine alte Holztür. Hier sind auch noch die Beschläge drin. Und hier geht es auch irgendwie in die nächste Etage hoch.
Da liegt irgendwas dazwischen, aber man kann erkennen, da geht es noch ganz schön hoch. Ja, und dann hat man hier in diesen Kammern auch immer wieder so kleine Luken drin. Ich weiß aber auch nicht, für was genau die dann sind. Ob man da irgendwie nur so eine Art, ja, Beleuchtung von Raum zu Raum praktisch machen konnte. Weil man hat ja dann sonst kein Fenster in den Räumlichkeiten, weil die ja innen liegen. Es sind hier halt nur solche Kammern. Ja. Ach, hier ist ein Klo. Uiuiui. Hier ist ein Klo drin. Da hat sich auch neuzeitlich einer hingestellt, hingesetzt. Na, hinsetzen geht ja wenig. Da hat man sich ja nur so abgehockt und hier ging es unten rein. Da filme ich jetzt mal nicht weiter rein. Und das werden höchstwahrscheinlich auch Toiletten gewesen sein. Ja, dann hat man hier vielleicht noch irgendwelche Wascharmaturen gehabt. Und hier ging es praktisch auch wieder in den Bereich des Innenhofs. Jetzt geht scheinbar irgendwie eine Etage nach unten. Wir haben mal wie so eine Art kleine Rampe. Und an den Seiten sind immer solche roten Markierungen, die höchstwahrscheinlich den Soldaten geholfen haben, sich zurechtzufinden oder was angezeigt hat, wo man sich genau befindet. Ui, hier muss wahrscheinlich ein Geschütz oder sowas gestanden haben, könnte ich mir vorstellen. Hier an den Seiten sind so Befestigungen wie eine Treppe. Das erinnert mich ein bisschen an Vallo Alpino. Und dann konnte man hier so einen Turm hoch. Vielleicht sind wir jetzt hier in dem Bereich, wo Geschütze und so weiter standen. Und vielleicht haben wir diese Räume dann genutzt, um Material entsprechend zu bunkern. Aha, hier ist eine Treppe. Hier können wir jetzt nach oben gehen. Gucken aber eben erstmal hier unten. Oh, eieiei, hier geht es ja richtig weit runter. Kannst du da mal reinleuchten, bis nach hinten hin? Kann man gar nicht so weit leuchten, ne? Also hier ist auch nochmal eine Rampe, schräg nach unten. Doch, jetzt kann man sehen. Oh, da kommt auch ein ganz schöner Zug, hä? Krass, okay. Dann haben wir hier irgendwie eine Rampe wieder nach oben und hier einen Zugang nach draußen. Und hier sind irgendwelche komischen... Sieht irgendwie aus wie Waschrinnen, kann das sein? Ja, ne? Sieht aus wie Waschrinnen. Also auf jeden Fall ist hier Wasser drin gewesen. Fast wie so eine Pferdetränke irgendwie. Aber das glaube ich jetzt mal nicht. Und hier hat man im Bereich nachträglich zugemauert. Aha, das ist eine Treppe nach unten. Vielleicht ein Notausstieg oder sowas. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist auch richtig schön, hier ist auch noch blaue Farbe gewesen. Hier unten wieder der rote Streifen, grün durch die Algen, die sich hier abgelagert haben. Und geht hier praktisch auch wieder raus. Und hier ist auch wieder ein Abschnitt, der nach unten führt mit einer ganz breiten Treppe. Hier nach unten. Also es ist schon echt sehr verwinkelt. Ich meine, noch verwinkelter als irgendwie in so einem Bunker in Italien, also das ist schon wirklich krass. Ah, ja, mal schauen mal. Hier ist auch eine Holztür. Das sah auf den ersten Blick aus wie eine Stahltür. Ist nur vernietet. Nee, hier ist auch. Ach du grüne Neune. Ah, nee, ich dachte gerade, es hat so gespiegelt. Hat man auch einen Zugang nach unten. Ich dachte gerade, dass es da richtig tief runter geht. Ja. Aber das sieht irgendwie so merkwürdig aus. Hier hat man wieder... Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Man hat jetzt hier überall praktisch... Zugänge nach unten. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche
Reservoirs sind da unten, weil hier oben hat man jetzt nochmal, ich sag jetzt einmal mal, es sieht aus wie eine Pferdetränke. Dann guckt man hier in den Nebenraum und dann hat man hier an den Seiten jeweils ja, so eine Metallbox angebracht, mit den Wänden verbunden. Ich habe gar keine Vorstellung, was das ist. Hier oben sind irgendwelche Metallrahmen für vermutlich Regale. Und da haben wir jetzt diese Tür, die auch irgendwie cool ist, ne? Da oben hat man so mal so eine Klappe, kann oben aufklappen und dann an den Seiten halt die Türen ganz normal. Also das sieht jetzt hier schon wieder so Bunker-Style-mäßig aus. Und hier komme ich scheinbar zu einem separaten Zugang. Ach du grüne Leute. Hier gibt es scheinbar noch so eine Art Wartungsschacht. Aber der wird dann beendet sein, wenn man jetzt hier diesem Ex-Glaube schenken kann. Ja, das ist wie so eine Art Wartungsschacht. Oh, da draußen war es gruselig, ja. Da draußen war gerade irgendwas zu hören. Es war wahrscheinlich der Wind. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also hier extrem hoch. Und hier geht's zu diesem Tor. Oh, das sieht aber aus wie Schießschaden. Dann hat man hier wahrscheinlich diesen Zugang noch schützen können. Hier gehen jetzt überall solche Gänge ab. Vielleicht war hier auch noch ein Tor. Hier oben geht auch irgendwie die Elektrizität her. Vielleicht konnte man irgendwas mit Strom hoch und runter bewegen. Das sieht hier irgendwie auch aus wie so eine Art, ja, Falltor, was man noch nach unten bringen konnte. Zumindest der obere Teil ist fest. Ja, man sieht hier die Verankerung. Also hier war noch ein Zwischentor drin. Hier sieht man es auch. Dann hat man hier jeweils Schießschaden. Also da hat man es Feinden im Prinzip sehr schwer gemacht, diesen Eingang dann zu nutzen. Ja. Oh, und jetzt, wir sind jetzt hier im Prinzip im Kampfbereich, klar. Man hat jetzt hier an den Seiten, wir sind ja jetzt am äußeren Mauerring. Und hat jetzt hier überall die Möglichkeiten rauszuschießen über diese kleinen Schießscharten. Die sind jetzt hier in dem gesamten Flur an der Außenmauer drin. Dann hat man noch eine zweite Sicherung gehabt, hier rüber. Das ist nur zubetoniert. Also das ist schon wirklich krass. So, und das ist jetzt hier im Prinzip die zweite Linie. Da hätte man hier wahrscheinlich dann auch rausfeuern können. Das ist zwar jetzt irgendwie zu betoniert, aber hier sieht man das auch nochmal. Hier hat man jeweils Richtung erste Kampflinie, sage ich jetzt mal, schießen können und hier Richtung Zugang. Und dann geht es hier hinten wahrscheinlich weiter. Genau, dann kommt man hier wieder auf die Hauptkampflinie. Ja, und hier sieht man schon, das waren die Toiletten. Da hat man sich praktisch nur so hingehockt. Da sieht man die Silhouette von den Füßen. Da hockt man sich praktisch nur hin. Ja, und dann kann man sein Geschäft danach gehen. Ja, kurze Wege für die Soldaten, die halt da vorne Wache schieben mussten, damit sie relativ schnell wieder an der Position zurück sind. Jetzt sind wir nochmal hier im vorderen Festungsbereich. Hier hat man direkt dahinter liegend halt auch wieder große Räume, wahrscheinlich direkt wieder für die Soldaten. Unterkunft, damit die schnell hier im vorderen Bereich sind. Das sieht man zum Teil auch noch
Reste von diesen einfachen Stahltüren. Ja, und hier hat man teilweise größere Luken, aber man sieht jetzt auch, man schießt ja praktisch eigentlich hier nur in diesen Graben rein. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Hier hat man mal größere Schießschaden, aber wie gesagt, das ist alles interessant, dass diese Schaden praktisch in den Graben gehen. Also gehen wir davon aus, dass der Angriff dann auch hier aus diesen Gräben kommt, dass die sich halt irgendwie dann den Zugriff auch über die Gräben verschafft haben. Und dann konnte man die halt hier entsprechend abwehren. Weil der ganze Bereich hier zeigt im Prinzip lediglich auf den Graben und nicht über den Graben. Da hätte man kaum ein Ziel anvisieren können. Ja, schwierig. Also ist man davon ausgegangen. Jetzt hier überall wieder Nischen. Wir sind jetzt hier einmal da links rausgekommen. Hier praktisch wieder ein größeres Gewölbe, wo man auch Möglichkeiten hatte zum Rausschießen. Ja, und dann hat man immer noch angekoppelt zu jeder Ecke hin halt irgendwie weitere Schießschaden, dass man wirklich nirgendwo einen toten Winkel hat, wo man hätte nicht reagieren können. Ja. Echt extrem verwinkelt, aber es erinnert halt wie an eine Burg halt irgendwie. Auch überall Schießschaden. Ja, wir können einfach mal hier da runter gehen. Also wir wissen, haben keinen richtigen Plan, wie wir eigentlich gehen. Es gibt immer wieder irgendwo einen Zugang, einen Abgang, einen Aufgang. Wir laufen einfach mal kreuz und quer. Ja, hier haben wir sogar noch ein paar Drohne. Aber der Stempel ist hier leider nicht so gut zu erkennen, aber könnte durchaus was Altes sein. Vor dem Teilabschnitt von dem Vor kommt man praktisch hier auch auf so einen kleinen Hof raus und kommt direkt hier in eine weitere Anlage, einen weiteren Teilabschnitt. Hier geht es auch wieder nach unten. Ich weiß nicht, ob das da miteinander verbunden ist. Hier kommt man in einen zum Teil gefliesten Bereich. Das ist auch interessant. Und hier sieht man auch nochmal die Gitter, die an den Fenstern befestigt gewesen sind. Wow, sieht auch schön aus mit dem Efeu hier. Klasse. Alte Ziffern. Vielleicht waren das jetzt, sage ich mal, auf gut Deutsch die Stuben gewesen, und zugeordnet werden konnte, wer auf welcher Stube ist. 7, 6. Ja, man hat hier praktisch einen Vorraum gehabt. Kann sein, dass hier die Ausrüstung jeweils rechts und links abgestellt wurde von den Soldaten und hier waren die Räumlichkeiten dann, die Stuben so gesehen. Das könnte man so vermuten. Hier immer lange Gänge, die die einzelnen Räumlichkeiten verbinden. Aber hier hat man irgendwie nochmal im Zwischenboden reingezogen. Das erinnert mich auch irgendwie an die Werke in Italien. So, wir haben jetzt hier diese große Treppe, die wir erklimmen. Und wir vermuten mal, dass hier dann der Bereich war, wo es zu den Geschützen ging. Und man sieht hier auch schon wieder so einen Turm, das kennt man aus der Maschinolinie, ja. Da oben sieht man das schon und einen Haufen Mücken. Hier konnte man sich zu so einem Geschütz
hochführen lassen. Da hat man die Rampe noch. Und hier konnte man wahrscheinlich was nach oben befördern. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Okay. Ich schätze mal, dass hier oben vielleicht. Ja, auf jeden Fall guckt man über den Graben jetzt, dass hier, hier sieht man den Zugang, irgendwie Kanonen positioniert gewesen sein müssen. Da ist auch nochmal eine Überführung. Ich weiß nicht, ob man, aber es muss ja, die Anlage wird Kanonen gehabt haben. Das muss man nochmal nachforschen, was im Endeffekt für Kaliber. Gut, hier der Bereich, der ist irgendwie so präzisioniert für eine Kanone. Da hat man noch irgendwie einen Kaminabzug. Braucht das natürlich auch warm in der Anlage. Oh, muss ein bisschen aufpassen. Hier ist alles, das ist alles richtig lehmig hier. Ja, folgen einfach mal Melanie. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Indiz dafür. Hier ist auch wieder ein Kamin, glaube ich. Ich glaube, Melanie hat schon sowas gefunden. Könnte da eine Kanone gestanden haben? Ja, ne? Weil unten hat man ja nichts gesehen, irgendwie schadentechnisch. Hier hat man wieder zwei solche kleinen. Ja, da wusste man schon am Anfang nicht, was das da war. Nur so kleine Luken. Es geht da auch gar nicht tief rein. Ah, hier oben ist eine Kuppel, Schatz. Melanie. Ah. Ist schon weg. Hier oben haben wir eine Kuppel. Und zwar ist das die Kuppel, wo wir unten gerade geguckt haben, wo wir die Treppe hochgegangen sind und in diesen Schacht nach oben geguckt haben, in diesen Runden, ist das hier die Kuppel. Ja, die praktisch in diesen Bereich hier nach unten guckt. Vermutlich für Beobachtungszwecke, um das hier hinten zu prüfen, zu checken, wie die Lage ist. Und da unten könnt ihr erkennen, da ist auch nochmal ein Zugang. Ich weiß nicht, ob wir uns den gleich nochmal angucken können, wenn man da hinten irgendwie rankommt. Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Geschichte. Ja, jetzt hier unter der Unterführung, unter dem Portal auch noch was entdeckt. Hier geht es auch irgendwie nach unten. Hier sind zum Teil aber schon die Steine reingehauen worden. Und auf der anderen Seite kann es ja auch nochmal leuchten. Da haben sie auch schon ein paar Steine verbracht. Auch hier nochmal so eine Kammer. Krass, ne? Keine Ahnung, für was die einzelnen Kammern jetzt gewesen sind. Also hier sind wir gekommen. Ja Leute, das sind wir durch mit dieser Tour. Das war richtig beeindruckend, weil wir jetzt zum ersten Mal so ein altes Fort von den Franzosen aus dem Ersten Weltkrieg uns anschauen konnten. Das war was komplett anderes für uns. Und ja, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wenn wir, wie gesagt, noch weitere Informationen dazu finden, weil wir auch jetzt nicht alles erklären konnten im Detail, dann werden wir euch die auf jeden Fall wieder einblenden. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!